Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Automatenfreunde. Wir sind gerade hier im Onkel Kramer Lager und wir wollen natürlich einmal ganz kurz morgens der erste Schritt Automaten füllen. Pickliste schon geöffnet. Einige Produkte sind nicht da. Momentan gibt es natürlich auch Probleme mit Lieferung. Corona bedingt wohl einiges nicht lieferbar ist. Irgendwo Versorgungsengpässe sind, deswegen die Produkte nicht hergestellt werden können. Einiges fehlt. Aber mal gucken bei der heutigen Bestellung, ob wieder was mitkommt. Wir haben im Automaten bzw. im Container einiges umgestellt. Das werde ich euch noch mal zeigen. Wir packen schnell die Kisten voll und nach dem Intro geht's los. Mit Onkel Kramer, Vending Machines. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. So, dann müssen wir noch einen Autoschlüssel suchen und dann das Auto einmal holen. Weil hier vorne steht der Tesla noch unter. Mal nach der Heizung zwischendurch gucken. Ganz wichtig, Kippe an. Deswegen sehe ich auch aus wie 19, ne? Weil ich immer rauche. Ne? Auch die Stimme. Wie so ein Wiener Korknabe. Ja, momentan ist es ganz ruhig geworden im Vending-Business. Woran liegt das? Ganz klar. Weihnachten, Geschenke, Corona, das spielt alles ein bisschen zusammen. Die Linie ist ein bisschen abgeflacht. Ihr seht das ja nach dem Monatsende, wie viel bei rumgekommen ist. Und das sorgt halt dafür, dass weniger Käufe zustande kommen. Als Snackautomatenaufsteller Outdoor hofft man natürlich immer auf einen Lockdown. Nein, Quatsch, der bringt auch nichts. Am besten, alles läuft ganz normal und dann hat man zuverlässige Standardumsätze. Wobei natürlich ein Lockdown der Geschäfte dafür sorgt, dass die vermehrt in den Container reingehen, das ist schon klar. Aber am schönsten wäre es, wenn alle einfach gesund sind und das ganz normal weitergehen kann, das Leben. Dann kann man viel besser kalkulieren, kriegt auch alle Sachen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug für unseren Automaten. Ein bisschen Kakao. Vanillepulver. Das ist immer noch das von Groupon, kann ich nicht empfehlen. Das klumpt mega doll. Alex, wenn ich was bestelle, dann bestelle ich immer richtig viel. Ich hätte es vielleicht vorher testen sollen, das wäre schlauer gewesen, bevor ich richtig viel bestelle. Das muss ich erstmal aufbrauchen. Ich meine, wenn die Maschine wirklich durchgehend läuft, dann ist es kein Problem. Aber sobald die mal irgendwie einen Tag Stillstand hat, wenn ich den Automaten jetzt abkapseln würde oder den Container zuschließen würde, dann hätte man am nächsten Tag eine Verklumpung drin und dann müsste man erst alles reinigen und das nervt wirklich. Wow! Und da sind wir schon beim Container und den gucken wir uns jetzt doch mal zusammen einfach mal an. Was ist anders? So, wir haben jetzt hier eine Master-Slave-Kombination. Das heißt, der Automat übernimmt die Steuerung mit für diesen Automaten und wir können über diese Anwalt-Tastatur hier die Sachen mit rausziehen. Das heißt, wir sparen uns eine komplette Einheit mit Najax, mit Scheinleser, mit Münchschaltgerät. Die Dinger sind miteinander verbunden, die stehen jetzt hier so ein bisschen versetzt. Das hat aber eher was mit der Containergröße zu tun. Schöner als wenn die direkt glatt zusammenstehen und auf einer Höhe. Wir haben hier aber Platz gespart, deswegen haben wir die hier untereinander geschoben, deswegen nicht wundern. Und ja, viel mehr Produkte drin, sieht richtig gut aus. So, hier ist der G-Drink, den kennt ihr ja. Und das ist mein alter G-Snack, den 8er. Den habe ich verkauft an Jens. Haben wir noch eine Altersabfrage mit eingebaut. Und dann könnt ihr hier Schnaps und Zigaretten kaufen. Ich persönlich mache sowas nicht, das hat aber persönliche Gründe. Und wenn Jens das macht, ist es für mich auch okay. Kaffeemaschine, Greifautomat. Und hoffentlich bald kein Massagesessel mehr, sondern Arcade. Ne? Michael, wenn du dieses Video siehst, hau die Hacken hinterher. Wir brauchen das Ding hier dringend. Ne? Das müssen wir natürlich einmal auffüllen und sauber machen. Dann haben wir hier für unser Tageswerk getan. Wie gesagt, Umsätze sind momentan sehr weit unten. Ich denke mal, es liegt wie gesagt an den Corona-Mist, an Vorweihnachten. Dass die Leute jetzt nochmal hektisch versuchen, Geschenke zu kriegen und so weiter. Und das Geld noch nicht bekommen haben, das Weihnachtsgeld. Also nächsten Monat kann die Lage schon wieder ganz anders aussehen. Das hat man zwischendurch mal, dass man so einen Flop-Monat mit dabei hat. Das kann man nicht planen. Ich mache wunderbares Popcorn. Oh ja, ich probiere gleich mal Popcorn. Dafür läuft er hier richtig gut. Er ist diesen Monat durchgestartet. Mit der Kälte kommen die Popcorn-Kunden und auch mehr Massagekunden als sonst. Ja, die wollen natürlich ihre Rückenschmerzen loswerden. Ja, der Container könnte ein bisschen größer sein. Vielleicht bauen wir nochmal an, wer weiß. So, der erste Gang ganz klar. Erstmal die Alarmanlage deaktivieren. Jeder Automat hat einen Türkontakt. Ja, jetzt liegt der Greifer los hier. Den machen wir kurz deaktivieren. Dann müssen wir noch draußen, Outdoor, die Kameras, die Akkus tauschen. Alarm ist inaktiv, perfekt.
So, Gott sprach, es werde Licht. Doch er fand den Schalter nicht. Das hier ist übrigens ein Stecker, mit dem man simuliert, dass der Automat an ist. So kann ich dann hier ins Reinigungsprogramm rein und alles so nach und nach mal durchschalten, ob das funktioniert. Wasser auffüllen, reinigen, das Abwasser raus, weil der verwählt das Abwasser ja hier in dem Automaten drin. Und einmal gucken, ob alle Trichter wirklich sauber sind. So, das Wasser läuft jetzt von dem Kanister in den anderen. Ja, ich könnte auch den austauschen, das ist aber mir zu fummelig und ich habe Angst, dass ich nachher zu viel kaputt mache. Und deswegen die Variante mit Kanister zu Kanister. So, jetzt sehen wir hier schon, Vanille ist leer, müssen wir gleich auffüllen. Mal von oben so nachfüllen. Schoko können wir auch auffüllen. Und dann haben wir da auch wieder genug drin. Hier zwei verschiedene Kaffeesorten, warum zwei? Einmal eine normale Kaffeebohne und einmal eine ölige Bohne. Und die ölige Bohne ist mehr für Espresso und Cappuccino und sowas und das andere ist für normalen Kaffee. Das da unten ist übrigens das Wasser vom Spülen. Also der spült ja zwischendurch die Leitung und so weiter. Das kann man auch einstellen im Programm. Und das muss man auch zwischendurch alles gut reinigen. Unten ist der Sack, wo die ausgepressten Kaffeedrops quasi reinfallen. Muss man auch regelmäßig tauschen. Weil sonst fängt der Scheiß an zu schimmeln. Und das will keiner. Dann kann ich einen schimmelnden Automaten haben. Ne? Hier muss man wirklich extrem aufpassen mit den Zeiten. Nicht, dass man in Zeiten hinfährt, wo viel Besuch ist, weil dann vergrault man die sich. Die gehen dann nicht in den Automaten oder an den Automaten ran. Automaten ist immer so ein anonymes Ding, weil ich weiß nicht, warum das so ist, aber die Leute wollen hier drin anonym sein für sich. Und das stört die allein schon, wenn hier ein Kunde drin steht, geht kein anderer Kunde rein. Das ist am Bahnhof vielleicht anders oder eine Schule, aber hier ist das tatsächlich so. Das haben wir nach langen Tests rausgefunden. So, dann wollen wir die Tüten mal aufschneiden mit meinem super Opinel. Danke an die Firma Opinel dafür, dass ihr mir das nicht gesponsert habt. So, jetzt haben wir alles aufgefüllt. Einmal hier Mixer-Washing, das heißt, ihr geht alle einzelnen Mixer mal durch und macht die sauber. Man muss sie trotzdem noch einmal die Woche eben ausbauen, ausspülen, einbauen, weil sonst würde das alleine nicht reichen. Aber so erleichtert einen das den Tag. Man sieht schon, was da von der Brühe rauskommt. So, dann machen wir eben einen Test, ob die Vanillemilch auch schon rausläuft. Ja, schauen wir mal. Ja, Becher schmeißt da rein. Gucken wir mal, läuft Pulver nach. Ah, Pulver läuft, 100%. Dann haben wir gleich eine leckere Vanillemilch. Absolut delicious. And Rome. So, Pippo wieder raus, ganz wichtig. Maschine zu, gleich abschließen. So, widmen wir uns als nächstes dem Slave. Yes. Man muss erst die Tür aufmachen, dann kann man durchgehen. So. Eben immer ganz wichtig, Temperatur checken. Wir machen die Temperatur ein ganz bisschen runter hier. So, hier haben wir das Ganze mit Lift drin, mit Lift-System. Die Lift habe ich drin, ganz klar, um euch die Sachen zu zeigen, wie man den einstellt und so weiter, für die Onkel Kramer Academy. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, um ja, hier Produkte, die vielleicht aus Glas sind, von oben nach unten zu befördern. Bei den anderen Automaten habe ich keinen Lift drin, da habe ich auch Produkte, die keinen Lift benötigen. Hier wird es wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen andere Sachen drin geben, deswegen halt hier mit Produktlift. So. Und darauf achten, dass alles schön sauber drin liegt. Dann hat man auch nachher keine Fehler bei der Ausgabe. Man verschenkt nicht Produkte oder verärgert irgendwie Kunden, weil vielleicht doch nichts rausgefallen ist und die nicht merken, dass das Geld dann wieder unten rausgefallen ist. So, und zack ist alles wieder hier im ersten Automaten schon mal schön aufgefüllt. Ganz wichtig, Tür zu machen, dass er kühlen kann. Schließen wir gleich mal ab. Jetzt geht er hier auf Bitte warten, macht hier einmal gleich den Selbstcheck, fährt den Fahrstuhl hoch und runter, wie man sieht. Ah, sieht gut aus, hundertprozentig. Dann geht das Licht an, sauber. Mal kurz zum Sortiment, wir haben unten unsere Brote drin, Frikadellen, Nudeln, Ahoi-Brause. Die untere Etage steuert der Fahrstuhl nicht an, da bleibt er oben, weil die Produkte fallen ja eh den Weg da runter. Dann haben wir Marshmallows, Lachgummis, Emolkal oder M&M Mini ist falsch noch. Dann hier ganz neu Prinzenrolle Kekse, Beefy, ein Bundle habe ich hier, Zahnpasta mit Zahnbürste. Das Wichtige, ich habe da keine Preise unten dran stehen. Hier steht für Preisanzeige Produktnummer wählen. So, das heißt, wir wählen jetzt hier Produktnummer 927, 1,10 Euro. So. Ich weiß nicht, ob ich da noch Preise ranmachen werde. Ich habe es beim G-Drink auch nicht. Funktioniert ganz gut ohne Preise. Und hier oben haben wir Billy Boy, Tempos. Ich habe hier ein paar Fächer doppelt. Da werde ich nochmal andere Produkte versuchen. Dann nächste Etage, den ganzen Süßkram, Süßkram, Süßkram. Oben drüber ist nochmal Bonbon und ein bisschen was Salziges. Die Sachen selbst kaufe ich bei MCS. Könnt ihr bei MCS
nachfragen. Die liefern es halt bis nach Hause und ich habe den Vorteil, dass die Sachen nicht so ein kurzes MAD haben. Bei anderen Großhändlern war ich jetzt, da sind die Sachen teilweise nicht verfügbar. Gut, momentan wegen Corona bei MCS auch nicht. Bei anderen ist es halt immer so, dass ich so wenig MAD noch habe, also Mindesthaltbarkeitsdatum. Und da kann ich nicht mit arbeiten. Ne? Ich will ein bisschen mehr einkaufen, habe das auf Lager. Und dann will ich nicht gucken, ob das jetzt nach 2 Wochen gleich wieder abläuft. Und deswegen habe ich MCS, weil die das echt gut im Griff haben. Außerdem haben wir einen Shopberater, der mir Tipps gibt, was momentan Neues gibt, was gut läuft. Und umgekehrt fragt er bei mir natürlich auch, was läuft bei dir gut, um das seinen Kunden weiterzugeben. Produkte zu empfehlen und vielleicht auch mal den Horizont zu erweitern. So, jetzt füllen wir noch den Jeep Drink auf und dann saugen wir einmal die Bude hier durch. Henry wartet schon da hinten ungeduldig. Müll einmal leer, draußen einmal abfegen. Hier müssen wir nochmal mit dem Motorgerniger rüber, damit das für Winter schick ist. Und dann können wir auch schon fast wieder los. So, haben wir alles aufgefüllt. Hoffen wir mal, dass Monster heute endlich mal mitkommt. Schon 2-mal ohne Monster in der Lieferung. Wir machen die Tür wieder zu. So, den Müll haben wir jetzt nochmal schnell festschrauben, weil den hatte ich abmontiert, wo der Imbiss da stand. Ich bin ja nicht der Entsorger für den Imbiss. Hatte ich ihn weggenommen. Und da der Imbiss nicht mehr da ist, kommt jetzt auch wieder der Mülleimer fest dran, damit die ihren Müll hier ordentlich reinschmeißen können. 5 Euro, wenn ich nicht deine Mauerritze filme. Guck mal, Jens, der kriegt auch so langsam dieselbe Frisur wie ich. Da tut sich Schadenfreude auf. Jetzt siehst du aus wie ein Mönch. Und dann kommt es ganz runter. Frauen gibt sich die Ehre. Ja. Wichtig ist, dass man solche Arbeiten immer mit beobachtet. Muss man nicht andersrum drehen? Nein. Ich würde ja auch kürzere Schrauben nehmen, aber kennst du guten Baumarkt hier, Nils? Du hast doch wieder deine irgendwelche Kiste rausgesucht da. Die waren bestimmt bei irgendeinem Automaten über. Beeil dich ein bisschen, da steht schon der nächste Kunde, der was hier reinwerfen möchte, ne? So, interessant wird es jetzt auf jeden Fall mit dem Alkoholautomat, wie viel Umsatz der macht, da bin ich echt mal gespannt. Und ja, wie gesagt, Alterskontrolle und sowas ist alles hier dran. Greifautomat, gestern 4 Euro, der schlechteste Tag, glaube ich, bis jetzt insgesamt. Normalerweise ein Schnitt von 50 bis 60 am Tag. Ja, Massage kommt, wie gesagt, hoffentlich bald weg. So, gucken, wenn wir hier Fenster aufmachen. Die Automaten produzieren relativ viel Wärme. Ich würde beim nächsten Container auf jeden Fall eine größere Abluftschraube hier ranbauen. Nennt man das? Ablaufschrauber, so ein Lüfter. Hier haben wir die Klimaanlage drin und den Lüfter, der die Wärme hier raustreibt. Jetzt, wenn es kälter wird, brauchen wir natürlich keine Klimaanlage an. Da reicht der Lüfter oder das offene Fenster. Und dann ist es gut. Naja, jetzt an Greifautomaten kann ich nicht empfehlen. Also es wird überhaupt nicht gut angenommen. Ich meine, klar, wir sind vorbereitet für die Zukunft für alle Bezahlmethoden. Aber umsatztechnisch ist jetzt nicht unbedingt etwas, was sich lohnt. Er feiert das trotzdem. Ich hoffe ja mal, dass sich das vielleicht noch ändert. In Holland, also in Niederlanden, sieht es ganz anders aus. Da bezahlt kaum noch einer mit Bargeld. Das ist alles eine Karte. Da wird sowas extrem gut angenommen. Also Deutschland ist wirklich ein Phänomen für sich, weil hier die Bargeldzahlungen noch relativ hoch sind. Deswegen kommen die Holländer auch und knacken hier die Geldautomaten auf, weil da hinten gibt es kaum noch Bargeld. Also, ich hoffe, euch hat der kurze Ausflug gefallen. Einmal kurz eine Übersicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Onkel Kramer. Wir richten bei Bettina Hüske eine Master-Slave-Kombination ein. Ich will da ein bisschen filmen. Und macht da so ein gesamtes Video, was es da gibt. Und ein bisschen was für die Onkel Kramer Academy. Also bleibt sauber, ordentlich und anständig. Lasst ein Abo da. Euer Onkel Kramer. Ciao.